Guten Tag! Es ist wieder soweit. Fragen werden beantwortet. Fragen werden analysiert. Ich werde mich selbst neu finden. Auf destiny.de. Ja. Viele kommen zu mir mal und sagen, Keggy, warum bist du eigentlich so ein Spaß? Aber meine Mama sagt immer, ich bin voll cool. Naja, eigentlich sagt meine Mama nicht, dass ich cool bin. Aber sie sagt irgendwas anderes Weichgespültes, was man mit cool gleichstellen könnte. Und deshalb machen wir jetzt einen Test, um herauszufinden, ob ich wirklich cool bin. Deine Freunde sagen immer zu dir, du seist cool. Wahr oder falsch? Ist das nicht ein bisschen strange, zu seinem Kumpel hinzukommen und zu sagen, hey, du bist cool. Ich meine, das ist selbstverständlich, sonst wäre ich ja nicht mit ihm befreundet, oder? Deshalb sagt man sich doch sowas nicht, oder? Nein, meine Freunde sagen mir sowas nicht. Dein Lehrer meckert immer auf dich, weil du länger in der Pause warst. Ich war immer pünktlich. Pünktlich habe ich in der Schule immer ganz groß geschrieben. Jetzt aber Real Rap. Als ich meine Ausbildung noch gemacht habe, da muss man ja auch zur Berufsschule gehen. Das waren irgendwie 3x2 Wochen. Und meine Berufsschule war keine 5 Minuten Fußweg von meinem Wohnort entfernt. Und ratet, wer immer 5 bis 10 Minuten zu spät zur Schule kam. Ich weiß nicht, wenn man so nah wohnt, dann kommt man immer in die Versuchung, alles ganz schnell und knapp zu machen. Und dann klappt das alles schnell und knapp gar nicht. Also mehr oder weniger wahr. Es sind zwar keine Pausen, aber es ist der Schulbeginn. Bist du cool? Ich mache gerade einen Scheißtest, wo es darum geht, herauszufinden, ob ich cool bin. Und du fragst mich in der dritten Frage, ob ich cool bin. Wer hat den Test gemacht? Erstellt von Spaß. Wir ändern diese Frage und machen daraus ein, findet dich deine Mama cool? Obwohl in dem Kontext, wenn deine Mama dich cool findet, dann, nein, ich bin nicht cool. Bist du ein Streber? Was ist das denn für eine dumme Frage schon wieder, Alter? Also in meiner Ausbildung und Abi wurde ich vor ein paar Leuten als Streber benannt, weil ich gerne was für Mathe gemacht habe. Deshalb würde ich wahr sagen, aber davor, in der normalen Schule, da war ich alles andere als ein Streber. Da war keine Zeit zum Lernen. Ich meine, die 105% in Crash Bandicoot waren nicht einfach zu machen. Für ein Kind. Alle Mudokons in Apes Exodus und Apes Odyssey zu retten, war auch nicht so einfach, ja? Für ein Kind. Du kriegst Ärger, wenn du eine 6 geschrieben hast. Ich habe noch nie in meinem Leben eine 6 geschrieben. Aber wenn ich eine 6 geschrieben hätte damals in der Schule, ich hätte keinen Ärger bekommen. Meine Eltern hätten mich umgebracht. Sie hätten mich aus der Wohnung geschmissen. Also auf jeden Fall. Fandest du Frage 5 komisch? Hä, inwiefern komisch? Junge, was willst du von mir? Nein, fand ich nicht. Halt die Fresse. Siehst du manchmal so aus wie auf dem Bild? Benny, kann ich dein Profil ansehen? Was bist du für ein Trottel? Natürlich kann man dein Profil nicht anschauen. Nein, ich bin kein Drecksmarienkäfer. Apropos Marienkäfer. Dieser kleine Marienkäfer ist schon seit einem Jahr hier auf meiner Lampe. Also ungefähr seit letztes Jahr Frühling, Sommer. Ist er hier reingeflogen, hat sich auf meine Lampe draufgesetzt und wurde dann geröstet wahrscheinlich von der Wärme. Und seitdem sitzt er da. Mumifiziert. Ist bestimmt richtig kross und lecker. Nein, ich esse keine Marienkäfer. Und so? Was und so? Was ist das für eine Scheiße? Was und so? Nein, das war doof, aber siehst. Ich habe mich hingesetzt, um ein paar coole Tests zu machen. Aber dass es darauf hinauslaufen wird, das hätte ich doch nicht wissen können. Nein, ich bin kein Drecksköter. Hast du Muskeln? Everyday Biceps Day. Theoretisch gesehen hat jeder Mensch Muskeln. Egal wie dünn oder dick er ist, jeder Mensch hat Muskeln. Sonst könnt ihr nicht leben. Alleine schon mit dieser Antwort würde die Person, die diesen Test gemacht hat, mich nicht mehr für cool empfinden. Also ja, ich habe Muskeln, wie auch jeder andere Mensch. Benny, hättest du meine Biologie mehr aufgepasst, dann würdest du jetzt nicht so einen scheiß Test machen. Du kleiner Pit. Sie haben 5 von 10 Aufgaben richtig beantwortet. Naja, du könntest cooler sein. Und du, Benny, könntest weniger ein Vollidiot sein. Moment, ich habe eine Idee. Gibt es hier einen Waifu-Test? Wir konnten leider nichts finden. Bitte probieren Sie. Teste dich. Ist so eine riesige Seite. Und es gibt hier einfach keinen Waifu-Test. Was ist hier los? Wahrscheinlich muss ich nach... Welches Anime-Mädchen passt zu dir? Ich glaube, Teste dich ist noch nicht im Internet angekommen, oder? Obwohl es eine Internetseite ist. Da haben wir es. Mit welchem Anime-Girl wärst du befreundet? Am besten eine, die ich mir direkt auf mein Kissen bügeln könnte. Finde heraus, mit wem du dich in der magischen Dimension anfreunden würdest und wer deine beste Anime-Freundin wäre.
Ich glaube, das läuft nicht wirklich auf eine Waifu hinaus, oder? Egal, dann werden wir uns halt mit der Waifu erstmal in eine Friendzone begeben und danach können wir sie richtig schön auf unseren Kissen klatschen. Du kommst an und schaust dich zuerst mal um. Plötzlich spricht dich jemand an, du drehst dich um und stehst vor einem fremden Mädchen. Wie verhältst du dich? Ich gehe selbstbewusst einen Schritt auf sie zu und sage: Hi, ich heiße Kerry und wer bist du? Keuch, Keuch. Ich lege vorsichtshalber meine Hand auf meine Waffe und frage die Fremde dann, wer sie ist. Also normalerweise trage ich keine Waffe bei mir bei, aber wenn du mit Waffe meinst, dann auf jeden Fall. Ich lege vorsichtshalber meine Hand auf meine Waffe. Würdest du in der anderen Dimension gerne magische Kräfte oder ähnliches haben wollen? Aber sowas von natürlich. Ich will der OP-ste Dunkelmagier-Nekromant des Todes sein. Wo ist mein nekromantischer Dunkelmagier? Dann nehmen wir halt die Kräfte der Natur beherrschen und fliegen. Was für Hobbys würdest du in der Anime-Welt haben, wenn du schon Freunde gefunden hättest? Mit Freunden rumhängen, mit meinem Liebsten zusammen sein, tanzen, Karten spielen, was Mädchen eben gerne... Das ist ein Test für Mädchen. Oh. Freunde treffen, zeichnen, spazieren gehen, mit Freunden ab und zu mal gegen das Böse... Als wäre das irgendwie so ein cooles, als wäre das irgendwie so ein cooles, spaßiges Hobby, so. Ja, ab und zu mal mit Freunden mich in Lebensgefahr begehen und gegen böse Monster kämpfen. Cooles Hobby. Also ich möchte ab und zu mal gegen das Böse kämpfen. Wie würdest du dir deinen Traumboy vorstellen? Ich sehe den Traumboy jeden Tag im Spiegel. Wie kämpfst du? Oh, bitte, jetzt hört doch auf mit dieser scheiß Kämpferfrage. Wo sind die vernünftigen Fragen? Ich greife meine Gegner gnadenlos an. Erst mit schwächeren und dann mit fiktiven Attacken. Ja. Erst schicke ich ihnen einen kleinen warmen Hauch hinzu. Dann schicke ich ihnen einen Funken hinzu. Und danach, boom, so ein Feuerball, Junge! Na gut, so viel zu deiner Technik. Aber was ist mit dem Drumherum, deiner Feinde? Ach, das ist so anstrengend. Ja, Feinde gibt es. Wall of Text, Wall of Text, Wall of... Das ist der kürzeste Text. Okay, letzte Frage. Zum Glück. Würdest du in der Dimension bleiben wollen oder bekommst du zu schnell Heimweh nach der Erde? Aber sowas von, ich will immer zu Hause bleiben. Ganz schnell nach Hause. Wo ist es jetzt, mein Heimweh? Hier ist gar keine Antwort bezüglich, hey, ja, ich hab Heimweh, ich geh nach Hause. Alles das Gleiche. Heimweh? Naja, nicht so krass. Heimweh? Überhaupt nicht. Heimweh? Nee, nicht wirklich. Heimweh? Was ist das? Wo ist denn die Auswahl, dass ich Heimweh habe? Ist das für ein scheiß Test schon wieder? Heimweh, wir müssen jetzt sagen. Auswertung. Deine beste Freundin wäre Tenten aus Naruto. Ich habe diesen Test nie gemacht. Vergesst es. Löscht es aus eurem Gedächtnis. Es ist weg. Gelöscht. Was habe ich gerade gemacht? Du weißt es nicht, nein. Ich weiß es auch nicht. Der nächste Test. Der vollkommen durchgedrehte Fun-Test für Leute mit zu viel Zeit. Ich bin so crazy. Ich mach das auf jeden Fall. Was denkst du, wenn du im Zoo ein grün-gelb kariertes Giraffengnu siehst? Nein, ich bin raus. Cheers! Bidididoo boo boo.